Willkommen zu Heikos Drum Lesson. Ein Video mal wieder von mir. Heute soll es gehen um die Ghost Notes, das ewig alte Thema, mit dem sich viele beschäftigen und wo viele Schwierigkeiten auftreten. Okay, ich habe das Ganze genannt Two-Level Ghost Notes, glaube ich. Also zwei Schwierigkeitsgrade gibt es da. Ich zeige euch jetzt mal den Bewegungsablauf der ersten Geschichte. Habe ich vorne im Intro die ersten vier Takte, glaube ich, gespielt. An sich bewegen beide Hände sich als Sechzehntel abwechselnd. Die linke bleibt auf der Snare. Die rechte wechselt vom Hi-Hat auf die Snare auf 2 und 4, wo eben der Schwerpunkt ist. Ein ganz normaler Grundbeat im Prinzip. Und den Bewegungsablauf zeige ich euch jetzt. Gut, da habt ihr gesehen, das Ganze ist gar nicht mal so schwierig. Das Wichtigste da ist eigentlich, dass die linke Hand relativ leise gehalten wird, also die Snare-Hand, da wo die Ghost Notes gespielt werden. Und die rechte hat ja in dem Falle auf 2 und 4 gespielt, wie im ganz normalen, einfachen Grundbeat. Und das sollte für jeden möglich sein mit der Zeit. Wie gesagt, langsam beginnen das Ganze und dann funktioniert das. Gut, die zweite Geschichte ist ein bisschen schwieriger. Da bleibt die rechte Hand auf dem Hi-Hat, kann dadurch natürlich auch ein bisschen akzentuiert spielen. Das mache ich im zweiten Teil des Intros, ab dem fünften Takt, glaube ich. Der große Vorteil ist eben, die rechte Hand bleibt oben auf dem Hi-Hat, die linke Hand muss die Ghost Notes spielen und leider auch alle anderen. In dem Falle auf 2 und 4 die Snare. Das ist natürlich ein bisschen schwieriger. Ich zeige euch das ganz langsam mal. Und klappt mit so ein bisschen Übung dann auch. Und wir legen mal los. Ja, wie ihr gesehen habt, da hat die linke Hand doch ein bisschen mehr Arbeit tatsächlich als die rechte, weil die eben auch noch die beiden lauten Schläge spielen muss. Das in Verbindung mit allen leisen Ghost Notes ist natürlich schon ein bisschen schwierig. Gut, deshalb Leute, die noch gar nichts mit Ghost Notes zu tun gehabt haben, würde ich immer empfehlen, die erste Übung zu spielen, abwechselnde Sechzehntel. Auch da kann man schon aus jedem Rhythmus eigentlich ein bisschen was rausholen. Gut, einfach mal ein bisschen experimentieren und dann passt das Ganze. Ich zeige euch jetzt noch ganz kurz einmal auf einem Practice Pad. Ich bin ein Freund von Practice Pads, das wisst ihr ja. Wie man diese zweite Übung noch so ein bisschen trocken üben kann. Wenn man beginnt, ist es oft so ein bisschen unübersichtlich, das Ganze. Und an einem Practice Pad kann man sich auch mal alleine oder ohne Set mal irgendwo hinsetzen und kann das einfach mal in Ruhe üben, ohne andere Leute auch zu nerven damit. Okay, gut, das zeige ich euch nochmal eben und dann geht das los, ne?
Gut, das war es eigentlich schon für heute. Ich hoffe, euch hat das mal wieder ein bisschen gefallen. Ihr habt ein bisschen was gelernt. Und ja, wenn es so ist, dann gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Das wäre auch top. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.